Hi Leute, hier ist Heikarp Christian. Ich wollte mal so ein bisschen meine Erlebnisse in einigen Minimalismus-Facebook-Gruppen rekapitulieren, um ein paar Probleme aufzuzeigen, die ich mit einerseits einer merkwürdigen Version des Minimalismus-Begriffes sehe und ein paar generelle Probleme anspreche, die sich auch auf den Veganismus und die Kommunikation des Veganismus übertragen lassen. Der Begriff des Minimalismus hat ja schon eine gewisse Spannweite. Also ich definiere ihn immer so, dass es beim Minimalismus darum geht, sich auf die wesentlichen Sachen in seinem Leben zu konzentrieren, seien es jetzt Termine, sei es, wie man seine Zeit verwendet, seien es physische Objekte. Das ist offensichtlich ein ziemlich großer Part des Ganzen. Und dass man die Sachen, von denen man merkt, dass sie einem kein Glück bringen, dass sie einen nicht nach vorne bringen, und dass man irgendwie so denkt, okay, hat jetzt eigentlich keinen essentiellen Platz in meinem Leben, die schmeißt man raus. Das ist für mich Minimalismus. Es geht darum, sich auf sich bewusst zu werden, was man eigentlich machen möchte, wer man ist, wie man leben möchte und die Sachen zu entfernen, die einem davon abhalten. Jetzt gibt es aber Leute, die dem Minimalismusbegriff sehr, sehr viel mehr Sachen zusprechen, als er eigentlich beinhaltet. Also für mich ist es eine sehr, wie soll ich sagen, schon irgendwie ich-bezogene Sache, bei der es halt darum geht, wie stehe ich zu Sachen, die in meinem Leben passieren oder Sachen, die ich in meinem Leben auch aktiv tue. Und solche Sachen wie der Minimalismus kann den Kapitalismus überwinden, dann denke ich immer nur so, nein, Minimalismus ist kein Wirtschaftssystem. Minimalismus, führt ja auch nicht zu einer, wie es dann wahrscheinlich gefordert ist, Umwälzung der Produktionsverhältnisse oder wer die Produktionsfaktoren besitzt, das wird durch Minimalismus nicht passieren. Ich sehe nicht, wie das funktionieren soll. Und diese teilweise sehr, sehr vielfältigen Definitionen oder auch die sehr, sehr vielen verschiedenen Arten, wie man Minimalismus ausleben kann, führen dann dazu, dass einige Leute sagen, aber mein Minimalismus ist besser als deiner und ich habe nur 70 Teile und du hast 72 Teile. Ich bin der bessere Minimalist, weil ich den Dosenöffner nicht brauche. Oder ich bin der bessere Minimalist, weil ich das Feuerzeug nicht brauche, weil ich meine Kerzen mit einem Feuerstein anzünde. Oder ich bin der bessere Minimalist, weil ich kein Klopapier brauche, weil ich nämlich eine so eine komische Brause benutze, die man sich irgendwo an den Wasserhahn schraubt und sowas. Darum geht es nicht. Minimalismus ist kein Wettbewerb, Leute. Das ist nicht so, dass wer am wenigsten hat, der gewinnt. Es geht darum, womit fühlst du dich wohl? Was brauchst du in deinem Leben, in deiner Situation? Und nur weil irgendwer anders sagt, ich brauche keine Bücher, heißt das nicht, dass ihr keine Bücher braucht. Ich brauche Bücher für mein Studium. Ich habe drei Umzugskisten voll mit Büchern, die ich für mein Studium brauche und auch Bücher, die ich einfach gerne habe. Und ich sehe und ich habe da sehr viel Freude dran. Ich sehe nicht ein, warum ich diese Bücher weggeben soll. Dementsprechend ist das halt ein allgemeines Problem, dass man seine Minimalismus-Definition auf andere Leute zwängen möchte. Genauso wie das mit dem Veganismus der Fall ist. So, ich bin viel, viel veganer als du, weil ich benutze kein Klopapier. Komisch. Genauso wenig ist es sinnvoll zu erwarten, dass jeder der eigenen Minimalismus-Definition folgt. Ich meine, Colin Wright reist mit einem einzigen Rucksack durch die Welt und wechselt alle 4 Monate den Platz, den Wohnort, das Wohnland sogar. Und wenn das für ihn funktioniert, hey super. Wenn das für dich funktioniert, hey super. Wenn das für dich nicht funktioniert, auch super. Wir sind nicht alle gleich, nicht jeder muss in einer Wohnung ohne Möbel leben, ohne Dekorationsartikel und muss nach Thailand ziehen, um einen Berg hoch und runter zu radeln. Wenn das so ist, wie du dein Leben verbringen möchtest und Minimalismus hilft dir dabei, cool. Wenn das nicht so ist, wie du dein Leben verbringen möchtest, dann und Minimalismus dir dabei hilft, das nicht zu tun, hey, auch cool. Wir sind alle unterschiedlich. Wir haben alle andere Ziele. Wir haben alle eine andere Ausgangssituation. Beim Minimalismus geht es, wie gesagt, darum, was kannst du in deiner Situation machen? Versuch einfach nicht zu sagen, so, jeder muss so leben wie ich. Das wird erstmal nicht passieren. Niemals. Und zweitens ist das schon irgendwie ziemlich, ziemlich arrogant. Was auch passieren kann, ist, dass man sehr, sehr verkrampft an die ganze Sache geht und irgendwann auch den Spaß verliert. Ich meine, ich bin der Meinung, dass wir auf dieser Welt sind, um das Beste aus unserer Zeit zu machen, unserer begrenzten Lebenszeit, die wir haben. Und dann sollten wir auch Spaß dabei haben und uns nicht darum kümmern, ob es jetzt minimalistischer ist,
einen Kasten Gerolsteiner zu haben oder immer nur eine Flasche gleichzeitig da zu haben. Genauso wenig ist es meiner Meinung nach sinnvoll, sich darüber zu stressen, ob es denn jetzt minimalistisch ist, ein Hemd zu haben, das man mal zweimal im Jahr braucht, anstatt es sich auszuleihen. Mach das, was sich für dich richtig anfühlt. Man sollte nicht sagen, ich tue etwas nicht, weil meine Ideologie sagt mir, dass das falsch ist. Eine Ideologie, die man hat, wie zum Beispiel Minimalismus, und ich benutze den Begriff Ideologie übrigens, wenn ihr das komisch findet, ich benutze den ziemlich wertfrei. Für mich ist der Begriff Ideologie auch wertfrei. Ich weiß, der ist denn gerade im deutschsprachigen Raum zum Teil sehr, sehr verpönt, aber ich sehe das halt gar nicht so. Wenn man halt dieses, sagen wir mal, System von Aussagen und Überzeugungen benutzt. Genau das ist es. Es ist ein Werkzeugkasten, aus dem man sich bedienen kann. Es ist halt komisch zu sagen, so, ich mache das nicht, weil das ist nicht minimalistisch. Seht Minimalismus als Werkzeug an. Minimalismus ist nicht das Endziel, das ihr erreichen wollt. Minimalismus ist das Mittel zum Zweck und nicht der Zweck an sich. Euer Zweck ist nicht minimalistisch zu sein, sondern euer Zweck ist, mehr Zeit zu haben oder euer Zweck ist, weniger visuelle Störungen um euch rum zu haben. Solche Sachen wie, ja, es ist ständig unordentlich, weil ich habe so viele Sachen, die ich gar nicht brauche. Sowas meine ich damit. Oder weniger Geld ausgeben. Das sind Ziele und Minimalismus ist der Weg, wie ihr da hinkommt. Deshalb stresst euch nicht mit der Frage, ist das jetzt minimalistisch? Darf ich zwei Hemden haben? Weil ich könnte ja auch das eine immer am Vorabend waschen und dann warten, bis es trocken ist. Wenn ihr für euch entscheidet, hey, ich brauche zwei, habt zwei. Wenn ihr sagt, ich komme mit einem zurecht, habt eines. Lauft nicht einfach blind irgendeiner Ideologie hinterher, sondern guckt, was sich für euch gut anfühlt. Genauso wenig werdet ihr auch wenig erfolgreich sein, alles wegzuminimalisieren, was es irgendwie gibt. Also das Extremste, was ich bislang tatsächlich gesehen habe, ist in einem Minimalismusforum hat jemand gefragt, wie man sein Haus in einen Faradayschen Käfig verwandeln kann, um Handystrahlen wegzuminimalisieren. Wo ich mir so dachte, man muss akzeptieren, dass wir in einer Welt leben, in der es Sachen gibt, die wir nicht beeinflussen können, die wir nicht kontrollieren können, eben wie die Handystrahlung, die ist halt in unserer, die ist hier halt um uns rum und sie ist da. Was wollen wir machen? Man muss sich nicht damit stressen, alles zu verändern, auch Sachen, die man nicht verändern kann. Denn das wird euch zwangsläufig unglücklich machen und das ist nicht das Ziel von Minimalismus. Habt ihr noch weitere Sachen, noch weitere Probleme, die ihr am Minimalismus erkannt habt, oder an Minimalismusforen oder an Leuten, die Minimalismus ausüben, Minimalisten? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr sonstige Fragen habt, schreibt sie mir auf meinen Tumblr-Account. Und ja. Habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in einem nächsten Video. Wenn ihr mich abonniert, tut das bitte. Abonniert mich.